Moin, mein Name ist Alvo, ich bin im Wald unterwegs und heute gibt es einfach nur eine kleine Bushcraft-Tour, ein bisschen entspannt rausgehen, sich vom Stress des Arbeitens erholen. Wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, dann viel Spaß mit dem Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ne? Ich bin mit meiner Frau und noch einem Kumpel und natürlich auch Sunwise schön entspannt im Wald unterwegs. Wir wollen ein kleines Feuerchen machen, ein bisschen was zu essen kochen. Dann testen wir ein bisschen Whisky, einfach so durch, entspannen in der Hängematte. Ein bisschen was von Apfelwein habe ich auch mitgenommen, den ich selber gemacht habe. Es soll einfach ein total entspannter Abend werden. Ne? Es wird nicht so lange sein, zumindest für euch auf dem Video, weil es wird relativ bald dunkel, in schon einer halben Stunde haben wir fast schon wieder Nachtschwärze. Ja. Es ist also langsam der Winter auch in Norddeutschland angekommen. Ja. So ein ganz klein bisschen Schneeflocken gibt es mal hier und da und wir sind so immer bei der 0-Grad-Grenze. Ich glaube, jetzt gerade haben wir 1 Grad oder so. Ich muss sagen, einfach nach dieser anstrengenden Arbeitszeit, dann war ich zwischendurch auch ordentlich krank. Es ist einfach mal wieder ein Segen, ganz entspannt rauszugehen, ja, auch mit ein paar Menschen, die man gerne hat und einen coolen Hund einfach unterwegs zu sein, im Wald zu chillen. Das müsst ihr auch auf jeden Fall machen. Ja. Wenn ihr nur zu Hause umhängt, dann werdet ihr auch nicht vernünftig glücklich, also ordentlich rausgehen. Okay. Ich glaube, wir haben schon wieder einen Werwolf. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem kleinen, entspannten Waldvideo. Sunwise. Ja, aber vorher die mit in Essen, ne? Ich bin Vegetarier. Wenn dann nicht. Oh ja, ich glaube, das Chili kocht. Cool. Ich rüste auch mal um. Wie jetzt? Das soll ich auch noch machen? Was denn noch alles? Du bist echt eine faule Sau. Bin ich. Ja. Wie war das? Ist es legal jetzt im Wald in die Jahreszeit oder? Ja, in Niedersachsen schon, ja. Einfach im Wald, wie es dann macht. Ja. Weil, natürlich nicht im Naturschutzgebiet, ne? Mhm. Aber hier ist es okay. Ja. Na, Baby? Ich bin voll am Filmen und so. Okay. So, Freunde, das Essen war lecker. Ja, wir sind noch ein bisschen am Quatschen und so weiter und so fort. Trinken ein bisschen Whisky, ein bisschen Apfel. Ich meine natürlich Geheimzutat, ja, weil Alkohol trinkt man ja nicht draußen. Das macht man einfach nicht. Sollte man auch nicht im Video erzählen. Ne?
Also eine ganz entspannte Runde. Es wird jetzt immer dunkler. Ich bin hier noch an der Waldkante, deshalb geht's noch mit dem Film. Ich werde drinnen noch versuchen, ein paar schöne Sachen für euch einzufangen. Es ist aber natürlich im Volldunkeln ein bisschen schwer. Ich werde mal gucken, was ich hinkriege. Zwei, drei Sachen noch einmal ganz kurz. Einmal sind relativ wenig Videos einfach gerade auf meinem Kanal gekommen. Ja, ich mache gerade ein bisschen Umstrukturierungsmaßnahmen. Das klingt immer so böse. Ja, ich habe einfach ein paar Kreativprojekte einfach am Laufen, ja, weil ich ein bisschen was hier und da umstellen möchte und für den Dezember mir auch was Cooles überlegt habe, woran ich dran arbeite, sehr viel, auch mit Videoschnitt und so weiter und so fort. Und das raubt mir jetzt einfach ein bisschen sozusagen die Zeit, um im November auch vernünftig Videos bringen zu können. Aber da könnt ihr euch freuen, vor allen Dingen mit dem Jahreswechsel kommt was ganz Neues. Ja, da bin ich selber auch schon ein bisschen nervös. Gucken mal, wie das alles funktioniert. Aber ich bin mir sicher, das wird vielen von euch gefallen. Und deshalb kam jetzt in letzter Zeit nicht so viel. Aber immer wenn ich rausgehe, neben der Arbeit, freue ich mich immer draußen zu sein. Ich versuche immer so gut ich kann noch ein bisschen zu filmen. Leider war ich viel zu wenig wandern in diesem Jahr und ich muss auch sagen, jetzt gerade neben der Arbeit kriege ich es nicht so viel hin. Viele von euch wissen ja, dass ich noch vom Heidschnuckenweg ein bisschen weniger als 100 Kilometer übrig habe. Da freue ich mich auch tatsächlich drauf, das fertig zu machen. Wahrscheinlich komme ich dann im Januar, Februar, je nachdem, wie das halt mit dem Urlaub dann klappt, mal vernünftig hin. Vielleicht wird das ja auch mal die richtig erste längere Wandertour mit Samwise. Mal gucken. Auf jeden Fall freue ich mich darauf, da ein bisschen weiterzumachen, weil im Moment ist bei mir allgemein mit Outdoor ein bisschen wenig. Also klar gehe ich jede Woche mehrmals für mehrere Stunden raus und habe auch mal solche kleinen Sachen mit Hängematte und so weiter. Aber draußen schlafen und richtig über mehrere Tage draußen sein, das ist gerade bei mir ein bisschen rar gesät. Das macht mich selber ein bisschen traurig. Ich muss mal gucken, ob ich da spontan einfach demnächst mal wieder was mache. Ja, einfach eine Runde draußen pennen und wenn das dann halt alles zeitlich ein bisschen knapp wird, mit zur Arbeit kommen, dann ist das halt so. So, ich will euch gar nicht zu sehr zulabern. Wir machen jetzt noch ein bisschen den Abend weiter. Ich filme für euch, was ich kann im Dunkeln. Ne? Und ansonsten sage ich euch dann später nochmal Tschüss. Aber jetzt erstmal noch ein entspannter Lagerfeuerabend. Ja. Ich sehe mich, ich habe einen ziemlich großen Kopf. Du musst mich schon kleiner machen. Ich wundere mich nicht. Hat er dann gezockt mit seinem Computer und ich habe geschrieben, also getippt auf meinem Kleinen. Ich glaube, das lieber super eng. Wenn die Engel dann. Musst du nicht machen. Weißt du? Das darf man auf keinen Fall vergessen. In der sozialen Arbeit im Studium, bin ich oft angestoßen, aber die ganzen auch loyalen Einstellungen. Hallo Freunde, wie ihr sehen könnt, ist jetzt die Nacht dran gebrochen. Ja, wir sind noch ein bisschen entspannt am ausglühenden Lagerfeuer. Wir werden das gleich schön mit Wasser ablöschen, die Sachen zusammenpacken und noch langsam nach Hause gehen. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch einfach ein Like da. Hier links und rechts oben findet ihr weitere Videos. Einfach mal durchklicken. Ansonsten sehen wir uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.